Es ist der 25. Juli 2023. So in den letzten 2, 3 Monaten ist es Standard, dass ich irgendwo auf Google eine Bewertung abgebe, eine Rezension. Und damit hatte ich eigentlich jahrelang gar keine Probleme. Wenn, dann hatte ich Probleme, aber auch nur sehr vereinzelt. Durch die Empfänger. Die haben das teilweise moniert und dann habe ich Nachrichten bekommen von Google und sollte mich halt dazu äußern, eine Stellungnahme. Und da wurde halt dann gleichzeitig die Monierung angegeben von dem Empfänger, ja, warum er möchte, dass das gelöscht wird und so. Da war ich aber erfolgreich dagegen. Meistens. Naja. Und jetzt ist es so, seit ungefähr 2 bis 3 Monaten ist es so, ich gebe irgendeine Google-Bewertung ab und gleich, ob die kurz, lang, ausführlich, nicht so ausführlich ist, ob sie sehr sachlich ist oder eher ein bisschen. Naja, ein bisschen direkter halt. So. Die wird immer nach kurzer Zeit, nach wenigen Stunden gelöscht. Also ich bekomme eine Nachricht bei meinem Gmail-Konto. Bekomme ich eine Nachricht von Google Maps, was immer Google Maps damit zu tun hat. Also Maps vor allen Dingen, Google ist ja klar. Ja, dass sie gegen die und die Richtlinien verstoßen wird, also gegen die eigenen und ja, man sie daher nicht veröffentlichen kann. Aber das bekomme ich nach kürzester Zeit, also nach 2, 3 Stunden. Ich meine, Google ist ja ein großer Verein, damit auch Gmail und von mir aus Google Maps. Ich habe immer bisher Einspruch dagegen eingelegt und ein Großteil dieser Einsprüche wurde stattgegeben. Das dauert manchmal 2 Tage, also da dauert es wirklich schon lange mit dem Einspruch oder länger. Und manchmal wie jetzt zuletzt 5 Tage. In der letzten Zeit habe ich wieder sehr viele Einsprüche gewonnen, aber mal ein paar verloren. Insgesamt habe ich wohl mehr gewonnen als verloren, also müsste ich nachprüfen, wie viele Rezensionen jetzt erstmal nicht veröffentlicht worden sind und ich dann entsprechend Einspruch eingelegt habe. Das Merkwürdige ist, warum das so ist. Ich meine, früher, da habe ich die Google-Rezensionen, ich habe schon so viele abgegeben, da gab es diese Probleme nie. Ich hatte wirklich nie Probleme. Da stand, ich bekam nie irgendeine Nachricht von Google hier, die entspricht nicht unseren Richtlinien und bla. Das ist in den letzten 2, 3 Monaten so. Vor allen Dingen wird das damit begründet, also nicht wortgetreu, aber so ungefähr, es verstößt gegen unsere Richtlinien, gegen Interaktion oder so. Und ja, eine Bewertung wäre immer dann unzulässig, wenn man sie irgendwie, wenn sie irgendwie so dargestellt ist, dass man damit jemanden beeinflussen kann, also Dritte beeinflussen kann, die dann ebenfalls negativ bewerten können. Oder, also letztendlich wurde das so ausgedrückt, also völlig lebensfern eigentlich, ja, nach dem Motto, man darf weder positiv noch negativ sich äußern, sondern eine absolut neutrale Bewertung abgeben. Und das ist natürlich Quatsch. Und deswegen wurden Google-Rezensionen ja so auch nie in die Welt gesetzt, weil genau so wurde das ja eigentlich geschrieben. Also nicht genau so, wie ich es gesagt habe, aber es wurde so suggeriert. Also, naja, ich könnte es jetzt aufrufen bei meinem PC, aber. Also Google in Gmail, Google Maps hat das so dargestellt, Rezensionen sind dann unzulässig, wenn man irgendwie Dritte beeinflussen könnte. Und letztendlich auch irgendwie, wenn es negativ ist, so oder so ähnlich. Also dem Grunde nach ist es so eigentlich unmöglich, eine Rezension abzugeben.
Ja, weil positiv wie negativ, weil ich könnte dadurch Dritte beeinflussen. Das ist so ein Schwachsinn, dann macht der Sinn. Er schließt sich ja dann nicht mehr, irgendwelche Bewertungen abzugeben, wenn irgendeine Beeinflussnahme möglich wäre. Ja, das ist ja immer so bei Bewertungen, deswegen gibt man die ja ab. Also ich weiß nicht, was mit dem System nicht stimmt. Da ich jetzt Google-Rezensionen nicht so wichtig finde, habe ich jetzt auch nicht Bock, die unbedingt anzuschreiben. Die Leute von Gmail oder Google Maps und was weiß ich, aber. Also ich finde das halt sehr merkwürdig, dass das seit 2, 3 Monaten so ist, dass quasi jede Rezension bei Google erstmal abgelehnt wird, nach relativ schneller Zeit. Und dann, wenn ich Einspruch einlege, meistens nicht kommentiert, wobei die kann man auch gar nicht kommentieren in dem Fall. Man kann einfach nur Einspruch einlegen und nicht kommentieren. Ja, dass dann fast jeder Einspruch stattgegeben wird. Das Merkwürdige ist, was läuft denn bei der ersten Prüfung anders als bei der zweiten? Warum lehnen Sie es immer erst ab? Aber dann beim Einspruch geben Sie es statt. Was ist denn das für Müll? Ich glaube, da stimmt irgendwas mit deren Computersystem nicht oder mit den Menschen.